Guten Morgen hier vom Campingplatz in den Dünen. Jetzt ist es, ja, guten Morgen ist eigentlich fast falsch gewesen. Guten Tag. Ist nämlich schon 12. Wir sind aufbruchbereit und fahren heute ca. 130 Kilometer weiter Richtung Norden. Immer schön der Küste nach, immer hart am Wind. Und heute heißt das Ziel die Gegend von Klitmöller. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Nennt sich Cold Hawaii. Ob dort Palmen wachsen, weiß ich nicht. Aber wir werden es sehen. Hier in Tyburen, müssen wir noch mal auf die Fähre über einen Meeresarm drüber. Aber ist nicht so viel los hier. Wird wahrscheinlich etwas schneller gehen als in Wischhafen nach Glückstadt rüber. Tyburen, Agger Fährgefahrt. Ja, die Fähre, ja, sind schon ein paar Jetzt Kilometer gestürzt. auch. Kostet 280 Kronen, entspricht 40 Schweizer Franken. Also ungefähr das Doppelte von der Elbfähre. Und die fährt einmal pro Stunde und die nächste Fähre müsste dann so circa in 10 Minuten losfahren. Ich sehe sie zwar jetzt noch nicht. Und die Fährfahrt, die erspart uns einfach den Weg hier. Biegen wir uns irgendwie dort unten rum. Ja, könnte man sicher auch darauf verzichten, aber wir wollen ja das Land auch ein bisschen kennenlernen. Kostet halt auch mal gelegentlich ein bisschen was mehr. Ja, jetzt habe ich es mal auf dem Navi ein bisschen angeschaut. Die Fähre, die erspart uns jetzt im Prinzip ungefähr 50 Kilometer Umweg. Soeben ist die Fähre eingetroffen. Und die sieht ja schon fast hochseetauglich aus. Sind wir mal gespannt, was wir da für eine stürmische Überfahrt haben. Schön schwankende Überfahrt. Die könnten wir schon mal ein bisschen üben für übermorgen. Platz in Klitmöller. Ja, die Begrüßung war, sag mal, skandinavisch kühl. Irgendwie kam ich mir ein bisschen wie ein Bittsteller vor, dass ich noch einen Platz kriege für eine Nacht, obwohl es eigentlich noch jede Menge freie Plätze hat. Sehr freundlich war die Dame nicht, leicht gestresst, warum auch immer.
Naja, jetzt gehen wir mal hier den Ort unsicher machen und vielleicht noch den Strand unsicher machen. Schließlich ist das ja hier das kalte Hawaii. Man soll übrigens 3 Meter Abstand zum Nachbarn einhalten. Das haben wir getan. Wir sind da der einzige Kastenwagen. Weit und breit. Jetzt geht es hier wieder über die Düne drüber. Ja, die Gegend ist schon fantastisch hier. Ja, da haben wir noch irgendwelche Bunkeranlagen. Puh. Schönen guten Morgen aus Klittmöller vom Campingplatz. Und ja, dieser Campingplatz ist irgendwie nicht mein Fall. Das fing schon gestern beim Einchecken an, die eher unfreundliche Dame. Und irgendwie ist der Campingplatz dermaßen gefüllt worden gestern Abend, dass die Abstände dann irgendwie wie auf einem Supermarktparkplatz waren schlussendlich. Und uns hat immer noch gesagt, man soll 3 Meter Abstand halten. Und schlussendlich hat man den Platz einfach gefüllt hier bis auf den letzten Platz. Also da kamen bis gestern Abend um 10 immer noch neue an und irgendwie haben die alle ihren Platz hier noch gefunden. Aber halt dadurch, dass man eng zusammenrückt. Und irgendwie zieht sich das also ein bisschen weiter. Vorhin habe ich da die Toilettenanlage mal benutzen wollen und du hast hier irgendwie wahrscheinlich Platz für 500 Leute und 3 Männerklos, die funktionieren und eins, das nicht funktioniert. Das ist schon ganz schön mager. Folglich davor eine Schlange, beziehungsweise nicht davor, sondern im Gebäude. Und was mir dann irgendwie auch noch aufgefallen ist, es hat am Waschbecken nicht mal eine Seife oder irgendwie ein Seifenspender oder irgendwo ein Seifenspender in diesem ganzen Männerklo. Das ist irgendwie ganz schön mager. Es hat auch kein Desinfektionsmittel irgendwo, also es wird da gar nicht drauf geachtet. Hier in Klittmöller auf dem Camping, die machen das irgendwie ziemlich sorglos. Hauptsache der Platz ist voll. Das ist einfach mein Eindruck. Unsere Tour führt heute weiter Richtung Hirtshals hoch und wir werden vielleicht noch ein, zwei Zwischenstopps machen. Und dann kommen wir weiter oben noch zu einem Leuchtturm. Ein Leuchtturm, der im Sand verschwunden ist oder verschwunden war. Mittlerweile ist, glaube ich, die Düne weitergewandert. Und vielleicht laufen wir dort auch noch hin. Das Wetter ist ganz gut heute. Der Wind, der war gestern ziemlich krass, hat heute aber deutlich nachgelassen. Und ich glaube, der kommt jetzt irgendwie auch aus einer anderen Richtung so ein bisschen. So dass es auch deutlich wärmer ist als gestern. Gestern hatten wir am Abend so 12, 13 Grad nur und heute sind es, glaube ich, irgendwie 17, 18 wahrscheinlich. Jetzt um 11. Na. Wir werden dann jetzt mal auschecken und sind gespannt, was wir zahlen müssen für diesen Parkplatz auf der Wiese. Mehr war es definitiv nicht hier. Ja, der Parkplatz auf der Wiese hat jetzt umgerechnet ungefähr 32 Franken gekostet, was ganz schön viel ist für eigentlich sehr wenig, außer einer schönen Lage. Weil eigentlich wäre er schön gelegen, aber sie geben sich einfach keine Mühe.
hier mal in Sichtweite von diesem halb verschütteten Leuchtturm, aber einen Wegweiser gibt es mal keinen dorthin. Bin ich einfach mal von der Hauptstraße runtergefahren und dann schauen wir mal, wo der ist, dieser Leuchtturm. Ja, dort hinter den Bäumen sieht man das schon, diesen riesen Sandhaufen. Soll immerhin die zweitgrößte Düne in Europa sein, nach der Dune du Pia in Frankreich. Und die hat den Leuchtturm vor einigen Jahren verschluckt und inzwischen, glaube ich, wieder freigegeben. Warum wir jetzt kein Schild gesehen haben zu der Rübjagdknüde oder wie das heißt, keine Ahnung. Sind aber doch einige Touristen unterwegs hier, so wie es aussieht. Aber eben ein Hinweisschild haben wir jetzt nicht gesehen. Wir sind definitiv nicht die einzigen hier mit der Idee. Ganz schön was los, jede Menge Autos. Ja, dann laufen wir jetzt doch mal, nachdem wir was gegessen haben, dorthin. Wisst ihr, wie man eine Lawine lostritt? So. So, ich glaube, genug Sand geschluckt. Wir treten den Rückzug an. Den Sandliebhaber. Jetzt haben wir hier in einem Ort namens Tjörnby nochmal aufgetankt. Was der Diesel in Island kostet, weiß ich nicht, aber ich nehme an, der ist nicht ganz billig. Hier in Dänemark ist er eigentlich relativ billig, billiger jedenfalls als in der Schweiz und vielleicht so 10% teurer als in Deutschland. Ist also ganz günstig, also eines der wenigen Dinge hier. Und wir rollen jetzt auf Hirtshals zu und checken mal ein oder zwei Campingplätze aus. Die letzte Nacht hier auf dem europäischen Festland verbringen für eine Weile. Wir sind jetzt nicht ganz bis Hirtshals gefahren, sondern nur bis 3 Kilometer vor Hirtshals hier in Tjörnby oder kurz nach Tjörnby besser an der Landstraße Richtung Hirtshals ist auch ein Campingplatz. Tjörnby Strand Camping heißt der. Und ja, der ist relativ leer, würde ich sagen. Das da vorne, was ihr seht, sind alles Stellplätze ohne Strom. Und neben uns auch. Und in die Richtung auch. Also wir sind das einzige Wohnmobil im Moment hier auf diesen Stellplätzen. Etwas anders als gestern Abend und heute Morgen. Und naja, mundfaul sind die ja, glaube ich, alle ein bisschen, die Dänen, habe ich so das Gefühl. Aber macht insgesamt einen etwas gepflegteren Eindruck hier auch und nicht ganz so chaotisch. Schauen wir mal, ob es uns den Platz dann heute auch noch füllt. Aber es ist hier ein bisschen anders. Es ist nicht nur einfach eine Wiese, wo die Leute kreuz und quer stehen, sondern es gibt hier doch Parzellen, die sind irgendwie
8, 9, 10 Meter lang und 5, 6 Meter breit, würde ich schätzen. Und von dem her ist das hier vielleicht etwas geordneter wie auf dem anderen Camping in Klittmöller. Ja, und jetzt haben wir ja 2 Nächte auf der Fähre. Das heißt, wir müssen Koffer packen. Beziehungsweise die Reisetasche. Und das macht natürlich die Spezialistin auf diesem Gebiet. Die sorgt dafür, dass das nicht im Chaos endet. Was natürlich auch alles etwas freundlicher macht noch, sind die Temperaturen hier. Es sind doch irgendwie 18, 19 Grad. Fast schon heiß. Und das bedeutet, ja, sieht man's, kurze Hosen und T-Shirt statt langer Hosen und Jacke. Und sogar die Stühle kommen mal zu Ehren für ein Aperitif.